Es gibt da ein bekanntes Vorurteil. Schöne Frauen sind hohl, arrogant und zickig. Von wegen. Topmodel Heidi Klum aus Nordrhein-Westfalen ist ganz anders. Etwas an ihr ist aber doch typisch weiblich. Die Lust am Shopping. Jung, schön, erfolgreich und verführerisch. Heidi Klum hat es geschafft. Sie ist das neue Topmodel in Amerika. Seit 5 Jahren lebt sie schon in der Metropole New York, dem Nabel der Modewelt. Und doch, Shopping macht sie am liebsten in Deutschland, daheim in Bergisch Gladbach. Nur hier findet sie ihre Lieblingshosen. Die finde ich einfach nicht in New York. Und hier in dem Laden finde ich eigentlich immer, die Hosen, die mir passen und die Farben. Und die sind so freundlich hier. Und hier weiß ich einfach, dass ich finde, was ich suche. Und da muss ich nicht lange rumsuchen in jedem Laden. Ich gehe hin und ich weiß genau, hier finde ich was. Und was willst du mehr? Die Superhosen aus Bergisch Gladbach sind sogar schon in Amerika aufgefallen und von ihren Kolleginnen neidisch beäugt worden. Viele Models haben mich schon gefragt, wo hast du denn die Hose her? Die Hose ist ja super, wo gibt's denn die? Ja, die kaufe ich bei mir in Bergisch Gladbach. Shopping daheim, das bringt's eben. Flott und stressfrei kann Heidi gleich mehrere Traumhosen ergattern. Wer heute in Berlin auf die Straße ging, konnte